du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut. Du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Elex 2. Activate! Ja, ich habe ein Weilchen nicht mehr gespielt. Das Gute ist, ich habe so viel vorproduziert, dass ich mir immer die Auszeit nehmen konnte. Sache ist die, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir müssen herausfinden, war es glaube ich gewesen, wer hier der falsche 50er ist, wer hier unsere Begleiterin Kaya in den Rücken fallen möchte. Deswegen reden wir mal mit ihren Bodyguards, die hier überall rumstehen. Das sind drei an der Stückzahl. Der erste, Hallöchen. Mit Kaya im Schlepptau wird das schwierig. Ich mach das besser allein. Das klingt in Ordnung. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Kaya verlässt die Gruppe. So. Sag es dir, warte mal, wir haben doch noch Nesti. Wir können theoretisch Nesti mitnehmen. Und zusammen mit Nesti doch die Leute befragen gehen. Frage ist, wo ist Nesti? Weil die müsste sich auch hier irgendwo rumtreiben bei uns. Nesti, wo bist du? Wenn eine Frau sagt, sie wird Nesti, bedeutet es, dass sie sich in Eistee verwandelt. Denkt mal drüber nach. Weil jetzt mal ernst, sie ist zwar, warte mal, ich glaube, da unten ist sie, oder? Ist sie das? Ja, das ist sie doch. Nesti! So, wie ist es jetzt mit deinem diplomatischen Plan? Wie genau soll die Sache laufen? Ganz einfach. Ich werde mich kampfbereit machen, trainieren und bereite mich derweil auf meine Audienzen bei den Oberhäuptern der anderen Gilden vor. Und du bringst mich zu ihnen. Zu allen? Ich muss mich erst auf die Gespräche mit den einzelnen Typen vorbereiten. Eins nach dem anderen. Als erstes fangen wir mal mit Baxter an. Bei ihm weiß ich jetzt schon, was ich sagen werde. Ach und, das mit den Waffengefährten. Meinetwegen, ich bin dabei. Auch wenn ich fürchte, dass ich es bereuen werde. Sehr schön. Knallharte Überläuferin! Mitkommen. Klar doch. Sehr schön, wir haben sie rekrutiert. Hey, hör mal, hast du schon gehört? Billy Idol gibt gerade ein Konzert. Ach, tatsächlich? Ja, Mann, ist der Wahnsinn. Aha, wir reden hier aber nicht von dem Billy Idol, oder? Ja, sicher. Das ist der Hammer, oder? Er hat sich lange nicht mehr in der Gegend blicken lassen. Aber jetzt ist er wieder hier und es gibt wieder ordentlich was auf die Ohren. Also, ich weiß ja nicht, was du jetzt machst, aber ich gehe jetzt rüber und werde es mir ansehen. Die Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen. Ach, und mach dir mal keine Sorgen um deine Bastion. Ich werde mich drum kümmern, wenn ich wieder da bin. Danke. Billy Idol, habt ihr gehört? Der Billy Idol, oh. So. Wir reden jetzt mal hier mit den ganzen Leuten hier. Weil erst würde bestimmt irgendwie einen Kommentar von sich geben und mal gucken, ob das eine gute Idee war, sie hier mitzunehmen und mal gucken. Habe ich vielleicht irgendetwas, was mich Gesundheit, Ausdauer, haben wir noch irgendwas anderes, Rüstung gegen Frost, Gesundheit, Stärke. Praktika, Schlösser knacken. Gibt mir mehr Erfahrungspunkte, wenn ich Quests abschließe. Das ist gut. So, nochmal kurz abspeichern. Und dann reden wir mal mit den ganzen Leuten. Mal gucken, ob Nesti so einfühlsam ist. Wenn sie nicht, dann hau ich es einfach weg. Punkt zu Ende. Was hast du gemacht, bevor du Leibwache von Kaya wurdest? Warum? Wieso fragst du? Habe ich was falsch gemacht? Kommt drauf an. Hast du? Nein, natürlich nicht. Was war nochmal die Frage?
Ach so, ja. Was ich vorher gemacht habe. Ach, ich war bei den Outlaws. Das waren noch goldene Zeiten, als Logan, der Duke von Tavar, die Dinge geregelt hatte. Aber als der Umbruch kam im Vor und die Berserker das Sagen hatten, änderte sich vieles. Mit den Arschgeigen im Krater kann ich nicht mehr so besonders, also bin ich gleich bei den Berserkern geblieben. Du hast den Kontakt zu den anderen komplett abgebrochen? Mit den meisten schon. Jeder zweite da will mich tot sehen. Naja, nicht alle. Mit dem einen oder anderen mache ich schon mal ein paar Geschäfte. Aber das war's auch schon. So, so. Du hattest also in letzter Zeit Kontakt zu einem Outlaw aus dem Krater. Ach, Scheiße. Ja, aber wir haben lediglich ein paar Sachen getauscht. Eine Ration hier, ein bisschen Elixir da. Was man halt so braucht. Aha. Du weißt aber schon, dass das merkwürdig aussieht. Komm schon. Ich habe ja nicht unsere strategischen Pläne ausgeplaudert. Ein bisschen Nebenverdienst wird ja wohl noch erlaubt sein. Glaub mir, ich würde nichts tun, was unsere Sache hier gefährdet, okay? Wenn du das sagst. Hey, hör mal, wir behalten die Sache doch für uns, oder? Ich will keinen Ärger wegen der paar läppischen Kröten nebenbei. Ach, noch habe ich nicht alle Leibwachen befragt. Aber der hier ist schon mal ein heißer Kandidat. Das stimmt. Du bist auch schon länger bei den Berserkern, nicht wahr? Schon seit ich denken kann. Warst du auch schon immer ein Krieger? Ich mache jeden Kram, der ansteht. Jetzt gerade ist Kämpfen angesagt. Okay, schon einmal Kontakt zu richtigen Outlaws gehabt? Ja. Und? Was hältst du von ihnen? Ich bin ein einfacher Mann. Diese ganze Wichtigtuerei bei den Outlaws ist mir zu anstrengend. Ich sehe schon. Ich schätze, du würdest nicht auf die Idee kommen, Kaya je in den Rücken zu fallen, oder? Ich würde eher sterben, als dass ich zulasse, dass Kaya etwas passiert. Ja, das glaube ich dir. Auf zum nächsten. Ach nee, das ist ja Kaya. Moment. Ja, du da. Bist du in letzter Zeit mal außerhalb deines Dienstes in den umliegenden Wäldern gewesen? Nein, ich bin immer im Dienst. Ich tue genau das, was Kaya mir aufträgt. Ach komm schon, das eine oder andere Mal wirst du doch mal was anderes sehen wollen, oder? Früher, als ich noch fast ein Kind war, war ich ein kleines Licht bei den Outlaws und hatte nicht viel zu melden. Doch ich hatte damals im Vor mein Auskommen. Das Gesetz des Stärkeren verstand ich ziemlich gut und war auch schon ein ganz passabler Kämpfer. Ein Hoch auf die Outlaws und alle anderen sind scheiße, war mein Motto. Bis ich das erste Mal einen Berserker sah, das war Kaya. Mir wurde schlagartig klar, dass die Berserker nicht ganz scheiße sein können, wenn solche Frauen bei ihnen das Sagen haben. Beim Umbruch im Fort schloss ich mich darum den Berserkern an und war von da an Leibwache von Kaya. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Kaya ist einfach... Naja, du kennst sie ja. Mal gespannt, ob Kaya das genauso locker sieht. Ja, das tue ich. Wo ist Kaya eigentlich hin? Gerade eben stand sie noch hier. Hallo? Steht sie irgendwo rum? Ich habe keine Ahnung. Finley? Verdammt, wo ist sie hin? Kaya, komm her. Wo bist du? Hallo? Kaya, komm raus. Ich muss mit dir reden. Komm her. Ja, komm mal her. Nach der Seher. Reden wir mit ihr und sagen, was wir herausgefunden haben. War ja klar, dass Nasty, diese Person, wieder irgendwo auftaucht. Ach, halt die Klappe! Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Nun,
Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Was ist dein Problem? Ey, oh, scheiße, Frauen, ey. Laden. Oh, Mann. Dass sie sich nie miteinander vertragen können. So, Nesti, geh's mal weg hier. Verstanden. So, Nesti verlässt die Gruppe. Gaia, wir müssen reden. War ja klar, dass Nesti, diese Person, wieder irgendwo auftaucht. Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Nun, Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Was ist dein Problem? Bleib stehen. Wegen deiner Leibwachen. Ich habe Neuigkeiten. Sehr gut. Wer ist das? Wer paktiert hier mit den Outlaws und fällt mir in den Rücken? Es ist Drabak. Vermutlich harmlos, aber... Naja, er trifft sich gelegentlich mit ein paar Jungs aus dem Krater. Wie bitte? Gelegentlich? Was soll das heißen? Früher war er mal ein unscheinbarer Wachposten im Vor und ein glühender Verehrer von Logan, dem damaligen Duke von Tabar. Heute heult er offenbar nur noch mit den Wölfen und ist zwangsläufig Berserker geworden, weil ihm seine eigenen Leute damals keine andere Wahl ließen. So wie ich das sehe, hat Drabak lediglich ein paar schmierige Geschäfte mit den Jungs aus dem Krater am Laufen. Nichts Weltbewegendes, aber darauf verlassen, dass er nicht doch das ein oder andere ausplaudert, würde ich mich an deiner Stelle nicht. Am besten, du redest in seinem Beisein nicht über heikle Dinge. Was redest du da? Töten sollte ich ihn, wenn ich nicht so ein hohes Amt inne hätte. Ich fürchte, wenn ich einen meiner eigenen Leute hinrichte, dann würde mein Volk mir nicht mehr vertrauen und mein Ansehen wäre verloren. Aber warte, du könntest das für mich erledigen. Dir würden sie es nicht nachtragen. Du bist nicht das Orakel von Tavar. Niemandem etwas schuldig und musst nicht zu jedem und allem eine Antwort parat haben. Töte Drabak. Er hat es mehr als verdient. Tu es für mich. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Bist ja völlig von der Rolle. Wundert dich das etwa, wenn du mir so etwas erzählst? Boah, ich muss das erstmal sacken lassen. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Moment für mich allein. Ich muss ein paar Dinge sortieren. Tod dem Verräter. So, anklicken, auf Karte markieren. Kurz mal durchlesen. Ich bin unsicher, was ich mit ihm tun werde. Ja, aber auch zu Recht. Wo ist Nesti? Da. Mitkommen. Klar doch. So, Nesti schließt sich wieder an. So. Ja, aber Kaya mag uns. Das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. Warte, stand dran, dass ich hier... Erschaffend. Das ist so gerade mein Zerstörungslevel. Würde ich jetzt an sich sagen, ist auf Maximum. So, wir reden mit dem Verräter. Wir haben Nessie dabei, die kann denen nochmal ordentlich einfach die Mütze geben, falls es hart auf hart kommt. Warte, wo genau ist der Typ eigentlich? Er ist auf der Flucht, okay, hinterher. Geile Zeit verlieren, er ist auf der Flucht, wir müssen ganz schnell hinterher. Der flieht einfach, was fällt denn den ein, hä? Ui. Vorsicht. Da. Hey, wo ist er? Da drüben. Warte, wir müssen hin. Hey, bleib stehen. Haut der einfach ab.
Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Der ist ziemlich flink. Wir müssen uns beeilen. Bleib stehen, du Lump. Komm. Vielleicht erledigen aber auch schon die fiesen Viecher. Dann ist er auch weg vom Fenster. Wie ist das so für jemanden wie dich, bei den Morkons zu leben? Direkt und klar. Ohne Umschweife oder gekünstelte Kacke. Jeder ist gerade raus und sagt dir, was er denkt. Eine einfache Art der Kommunikation und der Befehlskette. Was will ich mehr? So, da klopft sich da drüben gerade mit ein paar Viecher. Wie er jetzt sagt, vielleicht erledigen die Viecher schon den für uns. Sind wir ganz fein Außenschneider. Na? Kommt schon, macht ihn tot. Macht ihn richtig schön fertig. Okay. The Sith Academy is not here. Zusammen schaffen wir das. Du hast die Stadt zugrunde gerichtet. Also kann ich sie nicht glätten. Schade. So. Bam. Deckung. Bam. Bam. Au. Nasty! Nasty! Wo ist sie überhaupt hin? Nasty ist am Boden, sehr gut. Ganz entspannt die Flucht ergreifen. Dem Vieh reiß ich den Arsch auf! Mach mal, komm! Au! Komm schon, ihr Badasses, Angriff! Los, rauf da! Rauf da, los, komm! Habt ihr's mal bald? Ihr habt so dicke Wummel und schießt daneben. Was soll denn das? Gut gemacht. Hallo, Wanderer! Du siehst aus, als könntest du einige Vorräte gebrauchen. Ich habe alles, was du brauchst und noch mehr. Nur mal kurz gucken. Ist sogar eine legendäre Waffe, cool. Ah, mit dem Ding hat er doch geschossen. Da ist schon wieder eins von diesen Biestern. Ausrüstung wäre auf jeden Fall richtig gut. Gut, 80, komm, das ist das Geld, was ich geklaut habe. Komm, passt ja. Handel akzeptieren. Yep. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Da wenigstens ein bisschen mehr Panzerung. So. Moll. Habe ich wenigstens ein bisschen mehr Panzerung. Wenigstens etwas. Wie man sagt, das Geld, das habe ich ja durch Taschendiebstahl dazu bekommen. So. Das sieht auch gleich viel besser aus. Deswegen spare ich mal mein Geld für die richtig dicken Dinge, aber ich habe jetzt Hauptsache etwas bessere Panzerung. Und sieht jetzt auch nicht so verkehrt aus. Der Kerl ist wieder in Bewegung, das ist schlecht. Den schnappen wir uns. Wie ist er an der Spinne vorbeigekommen? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß.
Ich habe selber keine Antwort. Verzeihung. Der ist aber sehr schnell unterwegs. Sehr, sehr schnell. Aber den kriegen wir schon den Bengel. Schenk mir von dir ein Licht. Toll, wie soll ich da hochkommen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. So. Hoch, hoch. Ah, wir schnappen uns den Bengel. Ist der hier einfach auf der Flucht, sag mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, er weiß nicht so richtig, wo er lang soll, wa? Hauptsache, mir nicht in die Fänge geraten. Da oben ist er. So, wir sagen mal Hallo. Da ist er, speichern und wir sagen Hallo. Wir hauchen es ihm richtig schön ins Gesicht. Sieh an, hier bist du. Wolltest du dich aus dem Staub machen? Nein, wieso? Was ist denn passiert? Du solltest dich in Zukunft besser an die Regeln halten, sonst passiert dir noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe. Dann werde ich es dir erklären. Kaya hat kein Verständnis dafür, dass du krumme Geschäfte mit den Outlaws im Krater machst. Ja, scheiße. Irgendwie habe ich nicht darüber nachgedacht, dass das ein Problem für sie sein könnte. Ja, besser wir reden nicht mehr davon, bis Gras darüber gewachsen ist. So eine Kacke, Mann. Ich hatte mich gerade so an die Scheiße hier gewöhnt. Naja, dann wäre es wohl besser, wenn ich erst einmal verschwinde, was? In Ordnung, dann... ich schätze, ich lasse den Scheiß in Zukunft dann mal lieber, was? Ja, besser wäre das. Okay. Dann sei es so. Ach, und vielen Dank. Ich bin dir was schuldig. Hey, was soll denn die Scheiße? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Von dir, wir laden nochmal von vorne und schicken Nasty nach Hause. Ah, aber irgendwie schon klar, dass ihr das nicht gefallen könnte. Ja. Tschüss. Macht wirklich nur Ärger, die Alte. Sieh an, hier. Du solltest dich in Zukunft besser an die Regeln halten, sonst passiert dir noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe. Dann werde ich es dir erklären. Kaya hat kein Verständnis dafür, dass du krumme Geschäfte mit den Outlaws im Krater machst. Ja, scheiße. Irgendwie habe ich nicht darüber nachgedacht, dass das ein Problem für sie sein könnte. Ja, besser wir reden nicht mehr. So, der ist jetzt weg, so, aber mal gucken, wie Kaya drauf reagiert. Weil nicht, dass Kaya das jetzt überhaupt nicht gefällt und sie, naja, jetzt sackig auf uns ist. So sind ja Frauen gerne mal. Oh, schwieriges Thema, auch wegen Nasty und so, ach Gott. Ach ja, stimmt, ich kann immer auf die Karte gucken, wo die Mädels gerade sind, cool. Kaya ist da drüben irgendwo, wir gucken mal. Kaya. Kaya? Du bist nicht Kaya, du bist auch nicht Kaya. Da. So, war's das jetzt mit Drabak? Ja, das war's. Und du glaubst, ihn leben zu lassen, war die richtige Entscheidung, ja? Du siehst eine Menge. Ich glaube, der Kerl ist harmlos. Aber sicher bist du dir da nicht, oder? Wir werden es ja sehen, wenn es hier erst einmal richtig losgeht. Ist er an unserer Seite und unterstützt unsere Sache, hast du deine Antwort. Unsinn. Man hätte ihn am nächsten Baum aufhängen sollen. Du hast dich sehr verändert in den letzten Jahren. Komm mir jetzt nicht so, ja? Du bist nicht mehr du selbst. Ist dir das eigentlich klar? Ich trage heute mehr Verantwortung und darum muss ich härter sein, als ich es damals war, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Härte ist gut. Verblendung und blinder Zorn sind es nicht. Du kleiner Klugscheißer.
wenn du nur ein halb so großer Mann wärst, wie du immer... Hör schon auf damit. Du verlierst deinen Blick für das Wesentliche. Ach ja? Vielleicht sollte ich dir Manieren einprügeln, bis dir deine miesen kleinen Unverschämtheiten vergehen. Hörst du dir selbst eigentlich noch zu? Das ist nicht mehr die Kaya, die einmal mein geschätzter Weggefährte war. Blödsinn. Ich habe jetzt keine Zeit für Sentimentalitäten. Nimm dir die Zeit. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich sehe nur eine verbitterte Kriegerin, vor der ihre eigenen Leute Angst haben müssen. Irgendwann werden sie dir nicht mehr vertrauen, wenn das so weitergeht. Ach, verdammt. Also, reden wir nicht um den heißen Brei. Du willst mich loswerden, oder? Ich brauche deine Stärke. Aber ich brauche auch dein Herz und deinen klaren Verstand. Wir haben große Aufgaben vor uns. Da können wir uns keine Schwächen leisten. Also gut, dann nehme ich mir eine Auszeit im Vor und werde darüber nachdenken. Ich schätze, da warten sowieso noch eine Menge Aufgaben auf mich, die ich erledigen muss. Tu das. Wir werden uns in ein paar Tagen widersprechen. Gut, dann gehe ich. Pass mir auf den Kleinen auf, okay? Ich werde nach ihm sehen, wann immer ich kann. So, wir haben uns, glaube ich, aber auf den richtigen Weg entschieden. So, wir begegnen ihr später nochmal, hoffe ich zumindest. Da, Kaya ist schockiert, langsam begreife ich, dass sie Ausmaßen des Sinnes wandelt und ihres Handelns. Die Menschen beginnen Angst vor ihr zu bekommen und werden ihr daher bald nicht mehr vertrauen, wenn sie so weitermacht. Sie braucht ihre Zeit, um es zu verarbeiten. Sie wird vorerst als Orakel und vor bei ihrem Volk ihre Dienste leisten. Ich werde sie erst einmal in Ruhe lassen und später wieder mit ihr sprechen, wenn sie sich abgekühlt hat. Das ist vernünftig. Das ist vernünftig, meine Lieben. So, halbe Stunde habe ich aufgenommen. Jo. Was wollen wir jetzt? Sollen wir mal Nesti rumziehen und dann hier die ganzen Leute abklappern? Wäre ja eigentlich eine gute Idee. Wir müssen übrigens noch hier Postbotendienste erledigen hier. Warte mal. Ja. Genau, das ist irgendwie, das erinnert mich sehr an Death Stranding. Aber da können wir eigentlich Nesti mit rekrutieren. Wo ist die eigentlich überhaupt? Da. Hinter. Ich meine, sie berührt zwar Ärger, aber sie ist eine starke Kämpferin. Darf man auch nicht vergessen. Obwohl ich Kaya natürlich cooler finde. Nesti, wo bist du? Da. Wo will die hin? Nesti? Die scheint in Bewegung zu sein. Ja, die ist in Bewegung, okay. Na, patrouilliert halt. Hallöchen. Mitkommen. So, müssen wir eigentlich hin. Warte mal, Karte. Genau, da war... Ja, stimmt, wir hatten keine Gelegenheit gehabt, zum Teleporter zu latschen. Es sollte denn von hier aus mal in die Richtung gehen, beziehungsweise von dort aus. Und ich gehe auch mal straight in den Norden. In den Norden. Oh, Viecher. Das ist ja widerlich. In diesem Weg, Richtung. Ich hoffe, wir schaffen das. Wäre blöd, wenn nicht. So. Rein in den Speck. Nesti, du kommst jetzt mal mit. Wir können unterwegs noch ein bisschen was putzeln. So, putzeln. Ich habe ein bisschen Fleisch, deswegen passt das zu. Gebratenes Fleisch. Jetzt liefern wir das Paket ab. Weil der Postbote, da ist der Porter und der Hauptcharakter aus Death Stranding hieß ja Sam Porter Bridges und der hat auch Paket von AP gebracht. Und der hat gesagt, er hat einmal sogar eine Pizza ausgeliefert. Es gab
eine einzige Mission in Death Stranding, der musste halt auch eine Pizza halt ausliefern. Und du wurdest, er hat gesagt, er wurde immer in, was muss man bezahlt, egal, im Spiel waren es jedenfalls Likes und hier hat auch irgendwas erwähnt, was auch die Likes eigentlich sind. Er wurde nie geldlich entzahlt, nur halt mit diesen Daumen hoch Dingern. Deswegen, das ist eindeutig eine Anspielung auf Death Stranding. Auch finde ich gut. Gold. Meins. Meins. Haben wir hier noch was? Außer starke Gegner. Ja, die lassen wir in Ruhe. Die machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen erstmal schön stärker werden. Hoch da, komm. Komm schon. Wir müssen auf jeden Fall das Jetpack mal upgraden. Sonst landen wir irgendwo nochmal in Teufels Küche. Wäre ja witzig für Nesti. Ich hab nichts übrig für sowas. Lass uns hier abhauen. Ja toll, wisst ihr, ich hab mir extra ein Schild gekauft und hier liegen Schilder rum. Das ist super. Nee, das Schild, dieses andere Schild habe ich ja irgendwie gefunden. Da war ja was. Ich hab's ja nicht gekauft. Ich hab's gefunden. Da kann ich überlegen. Oh, scheiße. Los, rauf da! Rauf da, alles klar. Au! Blutungsschaden, weg hier. Nessie, du kannst gerne mit denen hier spielen. Ich hau ab. Finish him! Wir müssen nach wie vor das blöde Paket überbringen. Ich lebe noch. Das ist gut. Hier gibt es wirklich massiv Probleme. Egal. Egal, ich muss auf jeden Fall mein Jetpack upgraden. Jetpack ist gut. Natürlich steht mir einfach nur so ein Ast im Weg. Wir werden es schaffen. Oh, wir sind fast da. Wir sind fast da. Das ist gut. Ich habe mich ja vorhin da festgehalten. Au. Jax, festhalten. Dann nicht. Ich glaube, so ist das, glaube ich, die falsche Idee. Obwohl. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Also machen wir das so. You're my heart, you're my soul. I can be shining everywhere I go. Au. Aber ich lebe noch, das ist gut. Jetzt meinst du, mehr Power brauche ich auf jeden Fall. Ein besseres Jetpack. Aber ich habe ja genug Treibstoff. Eigentlich könnte ich es theoretisch upgraden. Ich brauche nur eine Treibstoff. Also eine Jetpack-Station, aber hier gibt es ja nirgendwo eine. Also ich habe zum Anfang des Spiels habe ich eine gefunden, aber seitdem nicht mehr. Hui. Naja, irgendwie kann ich mich da nicht richtig hochziehen. Da ist es bestimmt. Sieht wirklich aus wie so ein Bunker von Death Stranding. Scheiße, wir spielen jetzt also quasi wirklich gerade Death Stranding, das ist doch geil. So.
Ja, wie in Death Stranding, da gab's auch so ein Ding. So, das ist unser Rohrpost. Rein damit. Der Schrank scheint an einer Art großem Rohrpostsystem zu hängen. Ich nehme an, hier soll ich Porters Paket hineinlegen. Das Paket ist sicher verstaut. So, mal sehen, ob ich schon was zurückbekommen habe. Ja, ohne Bezahlung, ja. Jacks Nachricht an Porter. Ein Sprachnachricht von dem ehemaligen Leuchtturmwärter Jack. Ah, der Leuchtturmwärter hat sich da jetzt verschanzt, okay. Ich habe die Bezahlung für Porter. Ich sollte sie ihm bringen. Machen wir auch so. Komm, wir gehen jetzt zurück zu Sam Porter Bridges. Da gibt es ja eben die ganze Menge. Zum Beispiel, ich bin auch der Meinung, dass diese Kinder, die ich da bei den Berserkern über den Weg gelaufen bin, dass die halt die drei Fragezeichen repräsentieren sollen. Auch die Namen sind, sie erinnern mich halt sehr an die drei Fragezeichen. So, wir laufen jetzt nochmal zu den Outlaws rüber, weil ich ja keine Teleporterstation da freigestellt habe. Also noch nicht, aber das können wir ja nachholen. Ui. Überhaupt hier, lass mich bloß in Ruhe. Ich hab's eilig. Immer schön weiter, weiterlaufen. And I was watching, see what you do. And I was looking, I do. So. And I would walk 500 miles. Ach, ist das schön, da kann Skyrim nicht mithalten. Das ist eine schöne Gegend hier. Ein Einfamilienhaus. Das sieht nach Beute aus, wir sollten rübergehen. Jetzt mal ernst, wirklich, als ob da Beute geben könnte. Rede mal gleich mein. Bäh. And I was watching, see what you... Ich sehe wieder eine Harpie. Es gibt ja eine Menge Harpien hier in diesen felsigen Gebieten. Aber gut, am Strand habe ich auch eine gesehen und da... ja. Beeilung, Beeilung. Bär, ich habe einen Bär gesehen, weiter. Wir müssen schon weiterrennen, wir wollen nicht mit den Glücksbärchen in Kontakt treten. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Ein Glücksbärchen sein, das tun, was ein Glücksbärchen tut. Speichern, bevor ich hier gleich verrecken sollte. Ein Glücksbärchen möchte ich sein, so wie du. Gibt's da Loot? Rein da. Erst meine Brille zeigt mir aktuell nichts an. Au. Also jetzt sehe ich was da drin, ich sehe was. Wir sollten da reingehen, komm. Ah, hier liegt noch Zeug rum, gib mir her hier. Meins, meins, meins. Komm, komm. Ich sehe, hier liegt überall Zeug rum. Ja, oh, warte, Elix. Wir gehen gleich in eines der Gebäude. Hier liegt gerade noch was rum. Die ganzen Waffen sind alle beschädigt. Dieser Komplex müsste genau nach deinem Geschmack sein, oder? Wie kommst du denn darauf? Ich dachte, du stehst auf abgeranzte Dinge. Auf was spielst du jetzt schon wieder an? Darauf kommst du schon noch, Herzchen. Schön. Tresor, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, den jetzt zu hacken. Nein, ich habe jetzt gerade wirklich keinen Bock. So. Die Flasche kann ich nicht mitnehmen. Okay, Dietrich, gib mir her.
Ich merke mal, dass dein Tresor ist, aber ich habe jetzt gerade wirklich kein Interesse daran. Ja, manchmal hat man halt Bock, manchmal halt nicht, und jetzt habe ich gerade einfach mal keinen Bock, ne? Muss man halt so akzeptieren. Ja, da drüben im Gebäude ist noch was, aber wir sind gerade hier in der Nähe, wir gehen da drüben mal hin. Ein Dino. And I was watching, siehe, zweiten Tresor. And I was looking, I do, you. Da drüben. Ein Heiltrank, das ist gut. Oh, da drüben ist noch was. Notfallanweisung. Das ist interessant. Wird noch irgendwas angezeigt? Moment. Ja, wurde gesoffen, du Umkleider. Ja, ja. Scheint irgendwie so eine Art Notfall-Nazareth zu sein. Och, was liegt denn da jetzt noch rum? Ist praktisch mit der Brille. Das ist sehr praktisch mit der Brille. So, raus hier. Da nicht, da auch nicht. Wo ist der Ausgang? Da. Ich frage mich ja, was das hier mal gewesen sein soll. Ach da, Eingang. Hallöchen, jemand hier? Dunkles Elix. Hier nichts, da auch nichts. Hier ist ebenfalls nichts. Ein Becher. Aber wieder keine Werkbank für Jetpacks, naja. Ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall machen muss. Jetpack upgraden. Jetzt, was ist denn das hier für ein Gebäude? Was ist denn das hier für eine Anlage? Ich brüll mal rein. Gibt's hier irgendwas Legendäres? Hallo? Liegt was Legendäres rum? Wäre ja cool. Hier wurde an Autos rumgeschraubt. Aha, Hebebühne. Gold. Wertvolles Zeug. Speere. Dino. Meins. Meins. Meins, da drüben liegt noch was rum. Da drüben ist noch was hinter. Hui. Meins, meins. Gib alles schön her, das kann ich irgendwann mal gebrauchen. Pfeile? Eine Truhe, die können wir gleich knacken. Dosen, defekter Dosenöffner. So. Ich bin nicht gut genug. Doch, gleich sind wir gut genug, um das Ding zu öffnen, pass auf. Mit dieser speziellen Fähigkeit hier, mit dem Ring. Mit dem Ring der Macht. Hier, Schlösser knacken. Speichern. Für die Fall, dass sie jetzt gleich alle Dietriche abbrechen sollten. Ich hoffe, da drin ist wirklich irgendwie ein richtig geiler Gegenstand. Die beiden stehen. Das war wohl nichts. Hm, anscheinend.
Wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann bricht es jetzt um, oder? Nee, es ist offen, cool. Das war wohl nichts. Hey, warte, wir waren doch gerade auf dem richtigen Weg. Das war wohl nichts. Hey. Mal auf, hier abzubrechen, so. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ey, es ist immer die eine Stelle. So. Geht doch. Dort. Okay, das ist gut. Ein kleiner gelber Stein. Ach, zum Sockeln. Ja, das ist gut. Gut, gut. War doch interessant, dass wir das hier gelootet haben. So. Ich höre Viehzeug. Da ich keinen Bock zu sterben habe, speichern dann das andere Gebäude. Hier ist wirklich eine Menge Loot. Das ist richtig geil. Ja, ich hab's auf dem Schirm, wir gehen dann auch gleich mal zu Sam Porter Bridges. Keinen Saft mehr gehabt. Oh, Scheiße. Kann eine Maschine wie der Hybrid tatsächlich den gesamten Geist kontrollieren? Irgendwie bezweifle ich das. Dawkins müsste doch eigentlich einen stärkeren Willen haben, oder? Eigentlich. Mit dem, man sollte ihn nicht unbedingt blind glauben. Ist zumindest meine ehrliche Meinung. Meins, es ist alles meins. Da drüben sind noch ein paar Hallen, die gucken uns auf jeden Fall auch mal an. Mich würde ja interessieren, was da drüben sich befindet. So. Meh. Meins. Hubert hat angerufen. Es kommt heute nicht zur Arbeit. Bitte. Okay. Ja, keine Ahnung, was hier angebaut worden ist. Oder angefertigt, wer weiß. Aber hier ist eine Menge Zeug, das gefällt mir. Von dem her ist alles mitgenommen. Warte mal. Ich würde gerne das andere anlegen. Praktika. Ja. Mehr Erfahrung, gib her. Das ist immer gut. Missionen geben mehr Erfahrung. Erfahrungen. Bolzen. Bolzen. Viehzeug. Du bist jung und gesund, egal ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibesender. Infinite des Gies für eine bessere Zukunft. Ach, hier wurden diese Skier hergestellt. Von denen die ganze Zeit geredet worden ist, verstehe. Da können wir eigentlich wieder mal in Richtung Sam Porter Bridges laufen. Und uns unsere Belohnung abholen. Ach, hier ist noch ein Gebäude mit Zeug. Ja, sehr schön. Wird alles mitgenommen. Da. Und hoch da. Kein Gegner, das gefällt mir. Noch ein Tresor. Lieferschein. 1500 Einheiten. Konservendosen. 1200 Einheiten. Versiegelungsscheiben. 900 Einheiten. Schraubverschlüsse. Rechnungsbetrag bitte innerhalb der nächsten 14 Tage überweisen. Ja, ja. Noch ein Tresor.
Warte mal. Oh, ein versteckter Prototyp. Cool. Ein versteckter Prototyp ist natürlich immer gut. Versteckte Vorkriegsprototypen. Mega geil. War ja auch im Fallout auch so gewesen. Hier waren wir noch nicht. Was gibt's hier? Dunkles Elex. Dunkles Elex. Kurbauer. Treibstoff. Viele Tresore, es sind sehr viele Tresore. Ich nehme an, einen von denen ist bestimmt dann dieses Ding, das ich brauche, das Passwort. Aber ey, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt mal andere Prioritäten. Ich würde mir einfach nur mal umgucken. Hacken mache ich später irgendwann. Ey, ich komme wieder zurück. Vor allem, ich kann den Ort hier jetzt wiederfinden, weil ich habe jetzt die Aufgabe, was zu finden. Und die Aufgabe wird mich ja wieder herführen. Macht Sinn, ich weiß. So, ich muss los. Speichern. Da. Jetzt geht's erstmal auf nach Wacken. Wacken ist genau da drüben. Alter, coole Hühner. Die sehen ja mega cool aus. Werden die Hühner designt? Oh, Mutanten. Scheiße. Kaya, Angriff. Verzeihung. Letzti, Angriff. Au. Letzti ist genau vor der Nase. Angriff. Wozu habe ich die überhaupt mitgenommen, wenn sie mich angreift? Nesti, mach was. Ist eine sehr seltsame Begleiterin, weißt du das? Willst du dich auch so verprügeln lassen oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, jetzt greift sie an, jetzt kann sie angreifen, ja. Kann die Alte eigentlich? Ich fragte dich, ich beschreibe, wie Marcellus Wallace aussieht. Er legt und jetzt nochmal einen schönen Angriff hinterher. So. Ach, Nesti, bist du gleich wieder am Boden liegen? Boden drauf da. Ja, 200 Erfahrungspunkte. Gib her. Dunkles Elex. Jetzt noch runter, dann sind wir wieder in der Stadt. Aber müssten wir wirklich mal einen Teleporter suchen. Damit wir uns irgendwie wieder hinterher teleportieren können. Ui. Das Ding verfolgt mich sogar. Lass mich bloß in Ruhe. Hallöchen. Hab dich. Das ist immer wieder. Ja. Stimmt, ich habe jetzt mal auch gesagt, ich bin nicht unbedingt das Wasser watschen. Ne? Muss ich Baxter lassen. Ausgerechnet im Krater seine Zelte aufzuschlagen, zeugt von Mut oder ausgemachter Dummheit. Kaum eine Möglichkeit zur Flucht, aber bevor es diesen Sack erwischt, kann er sich auf eine Mauer von Idioten verlassen, die jederzeit ihren Arsch für ihn hinhalten. Hast du schön gesagt. Meins.
mich eigentlich rumtreiben? Es gibt ja diverse Bereiche, die ich ja nicht betreten darf. Sam, wo bist du? Sam? Jetzt sieh dir dieses Rattennest an. Beschissenes Fressen, beschissene Gesellschaft, beschissene Bescheißer. Sollen wir umdrehen? Quatsch, ist doch nett hier. Aus dir kann man einfach nicht schlau werden. Das stimmt. So, Sam, wir haben da was für dich. Sam? Sam, ach, das ist ja. Speichern. Übrigens, da ist ja auch der Hauptcharakter immer da. Im Spiel. So. Ich habe das Paket geliefert. Und die Splitter? Hast du sie auch dabei? Ja. Dann gib sie mir. Ich werde mich an unseren Deal halten. Ich hole mir meine Wohnung und alles, was übrig bleibt, kannst du haben. Hier hast du deine Splitter. Ich muss schon sagen, ich bin wirklich beeindruckt von dir. Du hast nicht nur eine schwierige Lieferung für mich gemacht, nein, du hast mich nicht mal um meine Splitter beschissen. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Loch hier. Ich werde direkt losgehen und mir bei Brenda eine bessere Wohnung kaufen. Am besten kommst du gleich mit. Alles, was übrig bleibt, kannst du haben. Claro. Auf zu Brenda. Boah, komm irgendwie dämlich vor mit dem dicken Schild hier. So, weiter geht's. Ich meine, es panzert mich gut, aber trotzdem ist halt ein seltsames Gefühl. Der Typ sieht irgendwie so aus wie ein Sturmtruppentypi, dem man die Rüstung abgenommen hat. Die haben da auch so diese schwarzen Klamotten drunter. Darf ich da eigentlich hin? Ich könnte schon, ich dürfte da nicht drauf gehen. Hallöchen. Hast du dich verlaufen? Der obere Distrikt ist gesperrt. Du kannst also kehrt machen. Lass uns durch. Ich bin Logans Schwester. Und wenn du Baxters Oma persönlich wärst, gebt ihr mir keinen guten Grund, lass ich euch nicht durch. So einfach ist das. Warst du nicht mal Torwache bei den Klerikern? War ich, aber als der Hort gefallen ist, musste ich umdisponieren. Wie du siehst, bin ich mir treu geblieben, mit minimalen Anpassungen. Damals musste ich noch krumme Dinger drehen, um an Splitter zu kommen. Jetzt kassiere ich ab, sobald einer Scheiße baut. Wenn du also stehlen, prügeln oder morden willst, nur zu. Am Ende gewinne ich. Die kenne ich noch aus dem ersten Teil, der ist ein richtiges Arschloch. Nee, gut, dann können wir das mit Porter nicht weitermachen. Aber egal. So, meine Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, mach's gut, meine Freunde. Ciao. Der ist mindestens so alt wie deine Oma, Junge.